So, das haben wir auch schon gemacht. No! Everything's going to be just fine. Just a little longer and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand why does he... Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. This is so messed up. Warum rufen wir denn die Polizei nicht? Also, by the way. No one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? Das Messer benutzen, ich hab dein Geld. Können wir darüber reden? Ja, erstmal reden. Can we just talk about what's going on here? Okay. What should we talk about? Du kannst James nicht vertrauen, tu Sarah nicht weh. Ja, ich will sie schon retten. Whatever James told you, Sarah doesn't deserve this. She didn't do anything wrong. You think I give a shit about what she did? My job is to make problems go away. She's the problem. Look, I just think. No. Talking's over. Leave her alone. Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burn the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her! I said shut the fuck up! Nein! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! Frank! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank... You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Sarah. Ah, gut, das hat ja alles hier sehr gut geklappt. Ja, so viel zum Thema, wir retten alle und so weiter. Jetzt sind wir am Boden, Geld ist weg, sie hat Drogen verabreicht bekommen, Frank muss sich kloppen. Wir haben ja aber so richtig verkackt gerade. Sarah? Hä? Was ist jetzt los? Chloe Price. Du kennst meinen Namen, wo ist Frank? Ja, das würde mich erstmal gerade interessieren. Where's Frank? Or Damon? Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Wahrscheinlich hat er ihn
abgemurkst oder sowas. Also sie ist am Heulen auf jeden Fall. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so, so sorry for Rachel. Can never know. Du brauchst Hilfe, was erfahren? Ja, sie braucht schon Hilfe. I think you need help. Let me call someone or something. I need you to listen. What James did, hiring that thug, shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that Rachel can never know. Und ich habe zwischendurch sogar gesagt, langsam wird der Typ mir sympathisch. Also er ist mir auf einen Schlag auf einmal mega unsympathisch geworden. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. Wir hatten übrigens bisher in dieser Episode nur eine Entscheidung mit Konsequenzen, ne, wo uns der David das Foto hingehalten hatte. Mal gucken, was noch kommt. Verdient die Wahrheit, verdient es, dich zu treffen. Oh. And just, what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Jeder ist gebrochen, du bist stark. Ich glaube eher, dass sie stark ist, weil sie sie hat den Entzug gemeistert und alles. Sie hat die Schecks nicht angenommen. Also sie hat sowohl den Drogen als auch der Verlockung durch Geld widerstanden. Also wenn das nicht stark ist... No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. Mehr als du denkst. I know Rachel needs you. I know loss. Ich verlor meine beste Freundin, was? Ach so, Max meint sie jetzt. Nö, ach, sie ist ja in dieser, wie egal gerade. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and was it? I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. Du warst ein Jahr lang King, Rachel braucht dich. Dann wird sie sagen, Rachel braucht das und das. Nur und das. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life.
Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Sind ja alles andere, das war, ich dachte mir. Naja, wirklich perfekt sind die ja jetzt nicht gerade. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Wie lange hält ihre Zigarette eigentlich? Das ist echt erstaunlich. Denk an deinen Brief. Ich kann sie nicht anlügen. Willst du sie nicht sehen? Oh, das. The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Jetzt komm, aber bitte keinen Scheiß, okay? Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait. Hier Rachels Armband geben, geh nicht, ich kümmere mich um sie. Nee, das Armband kriegt sie nicht. Hat sie nicht verdient. Geh nicht, ich kümmere mich um sie. Machen wir das. I'll take care of her, you know. I believe you. Goodbye, Chloe. Und so verschwand sie aus unserem Leben und aus ihrem. Bling! Und wieder im Krankenhaus. Na toll. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich diese schwere Entscheidung. Berichten wir ihr das oder nicht? Hallo? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. Oh, die haben diese Nachtleuchte mit dabei. Oh, wie schön. Siehst du auch auf der großen Taschenlampe. She'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute. Okay, sweetie. We'll be right outside. Ich hoffe, ihn gucken so richtig abfällig.
How are you feeling? Like I got stabbed. Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Chigusi, hi. Rachel, I've got to tell you something. Ich wusste es! Ich wusste ganz genau, dass das so eine Entscheidung sein wird, dass wir auf diese Art und Weise ihr das mitteilen müssen. Ah, Gott, ey. God damn it. Okay. Erst einmal, hallo Chi, grüß dich. Ich weiß nicht, wie lange du dabei bleiben möchtest. Du wolltest es, glaube ich, auch noch spielen. Deswegen würde ich dir empfehlen, auch wenn ich mich freue, dass du hier bist, vielleicht gerade doch abzuschalten, weil sonst spoilerst du dich nachher doch ein bisschen zu deutlich. Alles klar, danke trotzdem fürs Vorbeischauen, G, mach's gut. Gut, also, ich rede dann mal weiter. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen in meiner Sichtweise. Grundsätzlich verurteile ich natürlich das Verhalten von James zutiefst. Zutiefst, wirklich. Also es ist richtig, richtig, richtige Arschreaktion. Er hätte sogar dafür einen Menschen getötet. Jetzt überlegen wir uns aber die Motive, die er da hatte. Er wollte seine Tochter damit beschützen. Und auch wenn seine Gründe sehr egoistisch und selbstsüchtig waren und ich muss auch sagen, total krank einfach, würden wir wahrscheinlich Rachel, wenn wir jetzt die Wahrheit sagen, dafür sorgen, dass sie sich von ihrem Vater komplett abwendet, von ihrer anderen Mutter natürlich auch. Sie würde dann gerne bei ihrer Mutter sein, die ist aber weg, das heißt, sie ist am Ende ganz alleine da. Sagen wir ihr das nicht und behalten das für uns, würden wir damit zwar James' Taten verschleiern, würden ihr dafür aber das Gefühl geben, sie hat eine schöne Familie, bei der sie aufwachsen kann, etc. Also wir würden ihr ein glücklicheres Leben bescheren. Und das ist auch das, was ich tun werde. Insofern werde ich ihr die Wahrheit nicht sagen. Hey. What's wrong? I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny, you seemed so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know wherever she is, she loves you very much. Yeah. How do you know that? Wäre das Armband gegeben, wäre es euch jetzt aufgefallen, oder? Dass es weg wäre, meine ich. Because, why should she be any different from the rest of us? Vor dem Sturm aller Teufel sind hier. Zwei Errungenschaften freigespielt.
das Messer kennen wir ja noch. Er will die Sachen verbrennen. Okay, dann war es auch ein anderes Messer im ersten Teil. Möchtest du mich heiraten? Aber sowas macht man doch nicht in der Küche! Oh mein Gott! Weißt du, während des Kochens in der Küche. Und Tochter sieht zu. Naja gut, die beiden werden die Freunde. Gut, der Elliot, der ist natürlich sehr verzweifelt. Du spielst, ist jetzt auch Nerd. Nathan und Samantha. Warum hat Samantha jetzt was gegen Nathan? Das verstehe ich jetzt nicht. Dass sie Kacke behandelt oder so? Die angesehenste Schülerin der Schule hängt halt mit einer Abbrecherin zusammen rum. Und der Leuchtturm. Auch den kennen wir noch. Und wieder ist es ein Rabe, der in unserem Bild sitzt. Die Real Chloe. Tattoo Girls! Aber Mama hat sie keins, wo die Name bleibt. Liebe Freunde. Das war's mit Life is Strange Before a Storm. Ich überspring's diesmal sogar. Okay, können wir.
Ich wollte es einmal auch probieren, zum Ende hin. Also, nicht, soll nicht respektierlich gegenüber den Entwicklern sein, aber wir haben sie schon zweimal gesehen in diesem Spiel und es reicht. Zweimal ist okay. So, was haben wir denn? Du hast Rachel die Wahrheit gesagt, du hast Rachel nicht die Wahrheit gesagt. Interessant. Ist fast eine 50-50-Entscheidung sogar. Aber was ist denn mit der anderen Entscheidung? Ich sag mal, die mit dem David Madsen, mit dem Foto. Du hast die eine Pflanze mit Limo getötet, 82%. Okay. Du hast Davids Foto abgelehnt. Warum ist das denn bei diesen Nebenentscheidungen? Das war doch auch eine von den wichtigen. Haben aber nur 10% gemacht. Wir sind von 10% von denen gewesen, also von den wirklich wenigsten. Nur jeder Zehnte hat das gemacht. Das alles nur, weil wir eine richtig Kackrunde gespielt haben. Okay, du hast Drews Geld gespendet. 3% haben das gemacht. Du hast Drews Geld zurückgegeben. Du hast Drews Geld behalten. Du hast Damon Drews Geld gegeben. Du hattest Drews Geld am Anfang des Tages nicht. Okay, die meisten hatten das Geld gar nicht. Ach so, weil sie es im letzten Kapitel schon wahrscheinlich weggegeben haben. Also auch da 3%, okay. Du hast die North im Krankenhaus besucht, 77%. Ja gut, das denke ich mal, machen die meisten. Du hast die North im Krankenhaus, du hast die auch nicht im Krankenhaus besucht. Du hast mit Drew um seinen Pudding gekämpft. Okay. Du hast mit Mikey ein Tabletop-Spiel spielen. Was? Wir konnten ein Tabletop-Spiel spielen? Und ich habe es nicht gemacht. Oh mein Gott. Och Mann, ich hätte gerne noch mal eine Runde Tabletop mit ihm gespielt. Nein! Ja, ist also nein! Warum habe ich kein Tabletop mit ihm gespielt? Ah, ärgerlich, ärgerlich. Gut. Haben aber auch nur 3% gemacht. Okay, das seht ihr gerade. Also das mit den North im Krankenhaus besucht haben, 77% gemacht. Da ist nämlich gerade mein Gesicht drüber. Ich mache nochmal eben hier, damit ihr das einmal seht. So sieht das normalerweise aus. Ne? Also damit ihr die prozentualen Verteilungen auch immer seht, für all diejenigen, die es interessiert. Aber meine Visage klebe ich dann trotzdem drüber. Du hast der Feuerwehr 1.000 gespendet. Du hast der Feuerwehr 1.250 gespendet. Du hast der Feuerwehr 250 gespendet. Du hast der Feuerwehr nichts gespendet. 96% haben nichts gespendet. Unmenschen. Das alles Unmenschen. Die arme Feuerwehr. Gut, also nochmal für die 1.250. 0%. Also müssen das 0, irgendwas sein. Das heißt, hat man halt, wenn man die 1000 sich nimmt, plus die 250, die wir ganz am Anfang vom Spiel uns nehmen können. Wenn wir die hier zusammenspenden. Okay. Du hast Damon überzeugt, dass Sheldon der Spitzel ist, haben 56% gemacht. Damon überzeugt, dass Geralt der Spitzel ist und Damon, dass Sander der Spitzel ist. Okay. Geralt ist also der Verkäufer gewesen, doch. Und Frank konnten wir nicht verpfeifen. Auch gut. Rachel traf ihre Mutter nicht. Rachel traf ihre Mutter. Ach, dieses Szenario gab es auch. Interessant. Naja gut. Man kann auf jeden Fall, wie es scheint, sehr viele verschiedene Episoden hier noch spielen. Und wir haben halt wieder zwei Bilder. Es sind immer zwei Bilder, die wir nicht, also zwei Graffitis in diesem Fall. Zwei Graffitis, die wir nicht finden. In jeder Episode sind es immer zwei. Oh, ich dank Küsschen. Süß. Sehr süß, die beiden, auf jeden Fall. Also eigentlich sehr traurig, wenn man weiß, 17 Miss Calls, Chloe Calling. Ja, was das gerade für Bilder waren, das wissen wir. Danke, dass du Before the Storm spielst. Verpassen nicht die Bonus-Episode, die wir wohl verfügbar in Deluxe Edition. Ja, wir haben ja am Anfang der heutigen Aufnahmesession schon was dazu gesagt, dass wir die Deluxe oder die Bonus-Episode nicht spielen werden.
Aber sehr interessant. Schönes Ende. Und ja, auch schön, wie man nochmal so am Ende diesen Ausblick auf Life is Strange 1 sieht. Man kann es so oder so spielen. Also wir können Life is Strange Before the Storm auch als erstes spielen. Oder halt erst den ersten Teil anschließen Before the Storm. Also so oder so bekommt man halt interessante Einblicke aus dem jeweils anderen Teil, würde ich sagen. Aber gut, dann, liebe Freunde, bedanke ich mich natürlich heute fürs Zusehen und ja, würde mich freuen, wenn ihr bei einem anderen Spiel wieder mit dabei sein werdet. Wir werden irgendwann Life is Strange 2 auch spielen, aber ich schätze, das wird eher so was für die zweite Jahreshälfte für 2021 werden, weil wir ein bisschen Abwechslung haben. Ich weiß noch nicht, was es als nächstes wieder hier auf dem Kanal geben wird im Rahmen des Streams. Schauen wir einfach mal. Vielleicht werde ich auch erstmal ein zweites Let's Play machen mal wieder und einfach mal so ein bisschen Nicht-Geburtstagsfolgen wieder rausholen, dass wir halt kein bestimmtes Spiel im Stream spielen, sondern vielleicht einfach mal so ein bisschen Abwechslung drin. Ne, für diejenigen auf Twitch oder natürlich auch gerne auf YouTube, wobei YouTube wird wahrscheinlich ein bisschen spät sein, wenn die Folge rauskommt, dann sind wir ja nochmal eine ganze Ecke weiter. Also an diejenigen auf Twitch könnt ihr natürlich gerne mal eure Meinung entweder hier im Chat kundtun oder natürlich auf dem Discord-Server. Den Link dazu übrigens unterhalb des Videos oder auf YouTube in der Videobeschreibung. Ihr seid immer herzlich eingeladen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei einem anderen Spiel wieder. Ich danke fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr auch euren Spaß hattet bei dem Spiel. Sorry, dass wir in der dritten Episode ein bisschen verkackt haben hier und da. Aber trotzdem, wie gesagt, sehr schönes Ende und hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns. Macht es gut, bleibt gesund und bis dahin.